Guten Morgen, Lienhard. Ich freue mich riesig, heute das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Und zwar gehe ich seit einigen Jahren mit der Frage, wie kommen wir in unsere Kraft? Angetrieben aus einem eigenen persönlichen Erlebnis, wo mich vor ein paar Jahren sozusagen aus meiner Bahn geschmissen hat und mich aufgefordert hat, manches in meinem Leben nochmal neu zu überdenken und selber den Weg wieder in meine Kraft zu finden. Und so den Weg, den ich gehe mit mir, zu dieser Frage möchte ich auch für andere gehen und freue mich, da seit letztem Jahr Interviews mit ganz unterschiedlichen Menschen führen zu können zu dem Thema, wie kommen wir in unsere Kraft, um mit unterschiedlichen Menschen diese Frage eben aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten zu können. Weil das Spannende ist, dass es so viele Bereiche gibt, die Antworten darauf liefern können oder uns Hinweise geben können, wie wir selber in unsere Kraft kommen. Und ja, das finde ich einfach spannend. Und jetzt heute möchte ich mit dir diese Frage erforschen, wie kommen wir in unsere Kraft? Und spannend dabei finde ich, dass im Prinzip ich das Gefühl habe, dass sich bei dir die Dinge eigentlich um die gleiche Frage drehen im Kern. Es ist eine Frage, wie kommen wir bei uns selbst an? Und kennengelernt habe ich dich über den Arbor Verlag und die Zeitschrift Mit Kindern wachsen, die mich, obwohl meine Kinder schon groß sind, trotzdem noch viele Jahre begleitet. Und das Elternsein ist auch eine starke Frage, in der eigenen Kraft zu sein, um die Kinder auch in ihre Kraft begleiten zu können oder überhaupt als Eltern so da sein zu können, dass wir ihre Kinder, die eigentlich von Anfang an in ihrer Kraft sind, auch in ihrer Kraft lassen und sie nicht durch unsere Probleme und Schwierigkeiten rausreißen. Und ich sehe, so wie wir als Eltern lernen können, mit unseren Kindern und an unseren und mit unseren Kindern wachsen, kam mir auch der Gedanke, dass das Gleiche auch ist mit unseren inneren Kindern, wie wir mit uns umgehen. Hängt ja stark zusammen, auch wie wir mit unseren inneren Kindern umgehen, wie wir mit unseren leiblichen, echten Kindern umgehen in der Welt. Und aus diesem Hintergrund heraus würde ich dir jetzt ganz offen einfach die Frage stellen, so aus deinem Background, aus deinen Erfahrungen, Lebenserfahrungen, deinen beruflichen Erfahrungen. Ja, wie kommen wir in unsere Kraft, lieber Lienhard? Ja, erstmal hallo Sabine und alle, die hier zuhören und zuschauen und vielen Dank für die Einladung. Ja, wenn es darauf eine einfache Antwort gäbe, das wäre doch schön. Ich Ja. glaube, das ist letztlich auch eine individuelle Frage, die zusammenhängt mit unserer Konstitution. Also wie sind wir als Mensch? Sind wir eher, das ist so eine Richtung, in die ich tendiere. Flinke Hasen, die eigentlich sehr begeisterungsfähig sind und vielleicht ihre innere Kraft überschätzen und dann irgendwann hechelnd in den Seilen hängen, wenn sie nicht aufpassen. Oder tendieren wir eher zu den Schildkröten, die sich schwer tun, in Bewegung zu kommen. Und für mich ist eigentlich, würde ich sagen, der Schwerpunkt ein inneres Gleichgewicht. Also wie komme ich in ein inneres Gleichgewicht und wie kann ich mich und meine Tendenzen besser kennenlernen, sodass ich immer klarer sehen kann, was bringt mich denn immer wieder aus dem Gleichgewicht heraus? Und wie du weißt, beschäftige ich mich ja lange mit dem Thema Achtsamkeit, in Anführungsstrichen. Und da gibt es das schöne Bild, dass wir sehr wenig Einfluss haben auf das, was das Leben uns präsentiert, was wir heutzutage ja sehr klar sehen, was vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so deutlich immer sichtbar war. Aber wir können lernen, auf diesen Wellen, die das Leben uns präsentiert, zu reiten. Und da ist tatsächlich, finde ich, die Achtsamkeit eine sehr große Hilfe und fast mindestens genauso und gerade für Eltern die Selbstfreundlichkeit. Weil ich bezeichne das gerne als Volksseuche in unserer Kultur, eine psychische Volksseuche, dass fast alle so ein Grundgefühl haben, in irgendeiner Richtung nicht zu genügen.
Also ich bin nicht gut genug in der, ich bin nicht attraktiv genug, nicht schlank genug, nicht sportlich genug, als Mutter oder Vater nicht gut genug und so weiter. Und das heißt, wir haben alle so innere Antreiber, inneren Kritiker, innere Perfektionisten, die ständig an uns rummeckern, vor allen Dingen, wenn wir es sowieso schon schwer haben. Und das macht uns das Leben ja nicht leichter. Und ich nenne diese Gesellen, die ja wunderbar als Team zusammenarbeiten, so unsere inneren Drachen. Das geht auf den Rilke zurück, der mal so einen Text hat, dass unsere inneren Drachen sich vielleicht irgendwann als Prinzessinnen, heute würde man auch die Prinzen dazu nehmen, herausstellen, und dass sie eigentlich hilflos sind und auch gesehen werden wollen. Und das trifft tatsächlich auch auf diese inneren Anteile zu. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen zu lernen, freundlicher mit uns zu sein, vor allen Dingen, wenn wir es sowieso schon schwer haben, dass dann das Leben schon sehr viel leichter wird und sehr viel von der Kraft, die wir verlieren, dadurch, dass wir so Anteile haben, die uns ständig signalisieren, du bist nicht gut genug, streng dich mehr an, mach dies mehr, also lauter solltest. Und bei vielen, wie auch bei mir, gibt es dann den inneren Schweinehund als Gegenspieler, der keine Lust hat, immer zu sollen. Und der gewinnt dann meistens auch. Und dann sind wir in einem inneren Konflikt gefangen, der eigentlich viel Kraft kostet und Energie. Und insofern, vor allen Dingen für Eltern, ist das eins meiner tatsächlich meiner Lieblingsthemen und wichtigsten Themen geworden, dass wenn das wegfällt und wir stattdessen, wenn wir es schwer haben, freundlich zu uns sind, uns den Rücken stärken, zu uns stehen, statt auf uns rumzuhacken, schon alles leichter wird und wir schon sehr viel mehr in unserer Kraft sind. Ja, das stimmt. Wobei die Herausforderung, freundlich mit uns zu sein, ja dann, wenn wir unzufrieden mit uns sind, am größten ist. Ne? Wenn es Genau. uns gut geht und alles gut läuft, sind wir ja meistens sehr freundlich mit uns. Und persönlich finde so, wenn es so Konflikte sind, wo ich so, die so groß sind, dass ich es merke, finde ich, kriege ich es noch eher in den Griff. Aber wenn so kleine Pieks sind, die laufen und so von innen heraus einen sozusagen infiltrieren und man es gar nicht mitbekommt, und man in diese Unzufriedenheitsschiene landet, dann ist es, finde ich, manchmal schwierig, da, wie du sagst, den Kurs zu schwenken, zu freundlich mit sich zu sein. Es ist eine Übungssache, ne? Ja, du wirst mich auch nie sagen hören, dass es leicht ist. Ja, genau. Und ich glaube, es wird nur denklich ein Grundton, wie du sagst, unter der Warnungsschwelle, der fast ständig läuft. Du bist ja Mutter, ich verwende gern ein Beispiel, weil ich viel mit Eltern arbeite. Wenn du dir vorstellst, du bringst ein Kind von hier, was vielleicht 4 Jahre ist, im Kindergarten, läuft alles gut, ihr winkt, du gehst wieder zurück zum Fahrrad oder wie immer du bist und triffst eine wirklich gute Freundin, die auch ihr Kind dort hat. Und fragst sie so mit dir, wie geht's dir denn? Und sie sagt, furchtbar. Wir haben verschlafen und dann war ich in Eile und natürlich hat der so und so oder die so und ist weggelaufen, hat auch noch und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt. Ich habe ihn oder sie gepackt, gezwängt, hier schreiend abgegeben und jetzt fühle ich mich schrecklich. Also solche Situationen kommen ja immer mal wieder vor. Und dann stell dir vor, wie würdest du auf diese gute Freundin eingehen? Wie wäre dein Tonfall? Wie wären die Worte? Hättest du vielleicht eine Geste? Oder was auch immer. Es reicht, so einen kleinen Schmack zu bekommen, wie wäre meine innere Haltung dieser guten Freundin gegenüber. Und dann stell dir vor, dir selbst ist sowas Ähnliches passiert. Wie ist da der Tonfall? Wie sind da die Worte? Und gibt es Unterschiede? Und so allen Menschen Unterschiede, dass wir nämlich viel härter sind mit uns selbst, als wir mit einer guten Freundin wären. Und von daher glaube ich, dass wenn wir mit der Zeit, und wie du sagst, es braucht Übung,
in uns eine Instanz kultivieren. Ich sage gern gießen, weil das tatsächlich Parallelen zum äußeren Wachstum hat. Das geht nämlich leider nicht von heute auf morgen. Eine Instanz gießen, die uns den Rücken stärkt und zu uns steht, wenn wir es gerade schwer haben, macht das, wie schon vorhin gesagt, den Riesenunterschied aus. Es gibt dann immer noch die Herausforderung der Situation, aber der Druck ist deutlich geringer. Er kommt nur noch von der Situation und nicht noch von den Anteilen, die mir dann vielleicht sagen, ja, typisch, du kriegst das eh nicht hin und du bist eine schlechte Mutter oder Vater oder was auch immer. Das gießt ja noch Öl ins Feuer. Und von daher ist das auch meine Erfahrung jetzt in der Arbeit mit Menschen, dass das eine irrsinnige Erleichterung ist, wenn wir da anfangen, und das geht erstaunlich schnell eigentlich, wenn man bedenkt, wie lange und wie tief diese Glaubenssätze und Verhaltensmuster sitzen, dass sich da eine Entwicklung tut, dass wir anfangen, freundlicher mit uns selbst zu werden. Ja, das, ja, der Unterschied, wie du sagst, zwischen einer guten Freundin und einem selbst, da kann man es am deutlichsten sehen. Und ich erinnere mich, dass es oft auch Situationen hat, wo man sich selbst ja auch in unterschiedlichen Lagen kennenlernt. Weil mal geht es einem gut, dann krieg ich es viel besser hin, wie wenn noch verschiedene andere Sachen einen sowieso schon dabei sind, rauszuschubsen. Dann wird es ja auch schwieriger sozusagen. Ganz genau, du triffst da haargenau den Punkt, dass wir aus dem Gleichgewicht kommen, hat meistens zwei Hauptursachen. Die eine ist, dass wir keine Ressourcen mehr zur Verfügung haben. Also, dass die Herausforderungen größer sind als die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Vielleicht haben wir uns zu wenig Erholung erlaubt, zu viel gemacht, was auch immer. Und der andere Grund ist, dass in uns Persönlichkeitsanteile getriggert werden, die dazu führen, dass wir uns nicht so verhalten, wie wir es eigentlich gerne würden. Also wir sind ja nicht immer gleich, sondern, wie du schon angedeutet hast, die Stimmung, in der wir sind, beeinflusst maßgeblich, wie wir uns und andere Menschen und eine Situation interpretieren. Und wir reagieren ja meistens nicht auf die Wahrheit der Situation, sondern auf unsere Interpretation. Und damit liegen wir oft völlig daneben. Deswegen sagt ja Jon Kabat-Zinn gerne, glaube nicht alles, was du denkst. Und vielleicht kennst du ja dieses Bild, was ich gerne verwende, dass wenn du oder ihr euch vorstellt, wir sind alle sowas wie ein Bus, der seinen Lebensweg entlang fährt. Und in dem sitzen alle möglichen Wesenheiten. Da ist vielleicht ein Anteil, der perfektionistischer Anteil, der mit den Kindern oder sonst alles richtig und genau machen will. Und wenn das nicht so läuft, dann kommt der Kritiker, der uns dann entsprechend zur Sau macht. Und wir haben vielleicht einen Anteil, der dafür sorgt, dass wir nicht unangenehm auffallen, dass wir uns anpassen. Und dann haben wir Anteile, die, wenn etwas in uns getriggert wird, was in der Kindheit, du sprachst ja zum Glück nicht von dem inneren Kind, sondern von den inneren Kindern, das sind nämlich tatsächlich eine ganze Menge. Wenn da etwas getriggert wird von so einem unerträglichen Gefühl, wo wir, das kommt zum Teil auch nicht nur aus der Kindheit, inzwischen weiß man ja, dass Traumata über 5 Generationen weitergegeben werden können. Vielleicht werden es auch noch mehr, dann sind wir bei der Bibel mit den Todsünden über 7 Generationen, die weitergegeben werden. Und vielleicht sind da eher diese Traumata gemeint. Und wenn sowas getriggert wird, dann verhalten wir uns halt völlig entgegen unseren eigentlichen Werten. Also wenn wir im Stress sind und unser Kind wirft das Glas um oder irgendwas oder jemand sagt ein falsches Wort, dann rasten wir vielleicht aus. Und in der Situation, wo du sagst, wir sind entspannt, wir haben keinen Zeitdruck, da können wir das elegant lösen. Wir sehen, können diese Situation in den Augen des Kindes sehen. Wir haben viel mehr inneren Raum und
können entspannt mit der Situation umgehen. Aber in anderen Situationen reagiert, nimmt dann so ein Teil in uns das Steuer in die Hand vom Bus und fährt dann in eine Richtung, in die wir eigentlich überhaupt nicht wollen. Und das ist so ein Bild, was jetzt in der Achtsamkeitsszene, was mir sehr gut gefällt, weil Achtsamkeit ist nicht so eine Selbstoptimierungsgeschichte. Wir sprechen eher von der subtilen Aggression der Selbstverbesserung. Ja, darf man nicht unterschlagen, ne? Da kann man sich viel Stress mitmachen. Ganz genau. Und es baut ja auf dem Bild, ich bin an sich nicht in Ordnung. Also muss ich mich durch sowas verbessern. Und das ist letztlich eine Manipulation. Ja. Und inzwischen, das sagt sogar auch die Forschung und auch schon die Maria Montessori, die ja sogar so weit ging zu sagen, mit jedem Kind kommt Christus neu auf die Welt. Oder im Buddhismus ist es die Buddha-Natur, dass wir im Kern einen Kern haben, der unverletzlich ist, der auch nicht traumatisiert werden kann, der aber durch Kultur, durch Traumata, durch unsere Lebensgeschichte, durch alle möglichen Faktoren verschüttet ist. Und da gibt es, wie ich finde, ein sehr schönes Bild. Und zwar gab es, ich glaube, in Thailand einen riesigen Ton-Buddha, der sehr verehrt wurde. Mhm. Und irgendwann stellte der Mönch, der für die Pflege zuständig war, fest, dass da ein tiefer Riss drin ist und sah dann auf einmal, dass da etwas geglänzt hat unter dem Riss. Und dann stellte sich heraus, dass unter dem Tonbuddha ein Buddha aus massivem Gold verborgen war. Und es zeigte sich, dass vor längerer Zeit dieses Kloster vom Nachbarstaat, ich glaube von Burma damals, überfallen wurde. Und die haben schnell den in Lehm eingepackt, den Goldbuddha, damit der nicht verschleppt wird. Es sind alle Mönche getötet worden, es wusste niemand mehr. Und das finde ich ein wunderbares Bild, dass wir vergessen haben, dass wir im Kern diese Buddha-Natur haben, dieses wahre Selbst könnte man es nennen. Die Christen würden vielleicht die Seele nennen. Manche sagen das höhere Selbst, aber es ist eigentlich unser Kern selbst, unsere wahre menschliche Natur, die aber leider verdeckt werden kann durch Erdkruste, durch Eisschichten um unser Herz. Und zum Glück brauchen wir aber nicht das Hämmerchen, die Panzerknacker AG, die diese Verkrustung wegklopft, sondern es ist tatsächlich so, das ist auch in der Glücksforschung oder der Rick Hansen mit seiner positiven Neuroplastizität hat da sehr viel beigetragen, wie wir positive Geisteszustände kultivieren können, gießen können. Und dann springen in ihrer Zeit diese Tonkrusten von alleine weg. Das können wir nicht mit dem Willen machen. Aber das Schöne ist, dass das ja unsere eigentliche Natur ist. Also es ist eher ein archäologisches Projekt als jetzt so eine Selbstverbesserung, wo wir dann alles Mögliche machen müssen. Und das finde ich sehr befreiend, dass es eigentlich noch nicht mal unsere Verantwortung ist, wie diese Tonschichten entstanden sind. Unsere Verantwortung ist nur, dass wir eine innere Haltung uns selbst und unsere Erfahrung kultivieren, die geprägt ist eben von einem echten Interesse und von Freundlichkeit, von Warmherzigkeit. Und dann, das finde ich so faszinierend, gibt es eine Parallele zwischen der Achtsamkeitspraxis und der Bindungsforschung. Der Daniel Siegel, dieser Vater der interpersonellen Neurobiologie, den ich auch sehr schätze, hat, als er von der Achtsamkeitspraxis das erste Mal gehört hat und sich die Gehirnforschung angeschaut hat, als Bindungsforscher plötzlich bemerkt, dass die Bereiche im Gehirn, die sich durch eine wohlwollende Achtsamkeitspraxis entwickeln, die gleichen Bereiche sind, die sich bei einem Kind natürlicherweise entwickeln, wenn es eine sichere Bindung hat. Und manche Gehirnforscher gingen dann so weit zu sagen, insofern ist es nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das finde ich etwas gewagt, weil wenn es da Traumata und Ähnliches gegeben hat, brauchen wir doch den Mut und die Sehnsucht, uns diesen verletzten, verbannten inneren Kindern auch zuzuwenden,
und nicht nur diese Gefühle, die da in die Verbannung geschickt wurden, immer nur zu vermeiden, weil sonst können wir da nicht rauswachsen. Weil mit diesen verbannten Emotionen und Gefühlen ist natürlich auch unsere Lebensfreude, unsere Kraft, wie du auch schon gesagt hast, die Kinder ja noch haben, ja, ist da auch mit in die Verbannung gegangen. Und jedes innere Kind, was da befreit wird ein Stück weit, bringt uns auch schon wieder mehr innere Kraft. Kommen wir schon mehr in unsere Kraft und unsere Lebendigkeit. Ja, definitiv. Ich will nochmal auf das Bild mit dem Buddha zurückgehen. Ich finde es eigentlich ist ein wunderschönes Bild, weil man könnte sagen, die Selbstoptimierung ist, wenn man jetzt anfängt, den Tonbutter außen golden anzumalen, Blümchen dran zu stecken und hübsch zu machen. Ne? So dieses Außenversuchen herzustellen. Ja. Ne? Und das andere ist ein total entgegengesetzter Prozess, der eher von innen heraus, wie du sagst, ja, geschieht, dass das Innere immer mehr sichtbar wird oder man auch den Mut hat, sich dem zuzuwenden. Und dann könnten vielleicht auch die Anteile, sag ich mal, die einem da im Weg stehen, ja, es sind vielleicht Anteile, die wie so, ja, um den Buddha drumherum stehen, um den zu schützen. Ne? Wie du sagst, wie wenn der Übergriff den kommt. Buddha, ne? Den muss man gar nicht schützen. Ja, aber die denken, sie müssten ihn schützen und verteidigen. Ja. Ne? Und ja, die haben sich auch umfunktionieren von Verteidigern zu, weiß nicht, Tempelwächtern vielleicht, die einfach freundlich den Buddha begleiten. Ja, vielleicht, um auch nochmal auf dieses Bild zurückzugehen, das Wunderbare ist ja, dass dieser goldene Buddha unverletzlich ist. Der kann auch nicht traumatisiert werden. Es sind eher Persönlichkeitsanteile, kindliche, die eingefroren sind, sozusagen, die dann verhindern, dass wir Zugang haben. Also zum Beispiel in meiner Generation war es noch üblich, die Kinder nachts weinen zu lassen, damit sie dann durchschlafen. Mhm. Und das erzeugt so ein großes Gefühl von Ohnmacht, dass irgendwann, damit das Kind nicht stirbt, dieses Gefühl in die Verbannung geschickt werden muss. Und das hilft, um zu überleben. Aber das heißt, dass dann später im Leben, wenn auch nur die Gefahr dieses Ohnmachts- oder Hilflosigkeitsgefühl wieder auftaucht, wir ein Gefühl von Todesangst quasi bekommen, weil das war es früher. Und so ist eigentlich jede Situation, wo ein Kind nicht die entsprechende Unterstützung hat, um mit der Emotion klarzukommen, ein inneres Kind, was dann in die Verbannung gerät. Und vor diesem inneren Kind entwickeln sich dann andere Persönlichkeitsanteile, die Beschützer genannt werden. Also die versuchen zu vermeiden, dass wir wieder mit diesem Gefühl, mit dieser unaushaltbaren Emotion wieder in Kontakt kommen. Das kann alles Mögliche sein. Also von meiner Erfahrung sind die schwierigsten Emotionen Scham, ja, Ohnmacht, Hilflosigkeit, dann oft auch gibt es dann noch individuelle Geschichten, Angst oder auch nicht gesehen werden oder als Kind mal gedemütigt worden zu sein in irgendeiner Form. Das sind alles unerträgliche Gefühle. Und wir tun natürlich alles, um das nicht wieder fühlen zu müssen und vermeiden solche Situationen. Also ich zum Beispiel habe das Gymnasium nur überlebt, was für mich eine schreckliche Zeit war. Und ich hielt mich für den faulsten Schüler auf diesem Planeten, weil ich fast alles todlangweilig fand. Und von daher war an die Tafel zu müssen oder so wie Höchststrafe. Und ich habe noch einen sogenannten essentiellen Tremor, also ich zitter immer ein bisschen und das wurde dann extrem. Und als ich dann angefangen habe, vor mehr als 30 Jahren so Vorträge zu machen, bin ich wirklich durch die Hölle gegangen. Weil einerseits war dieser Wunsch, ich möchte, dass das gehört wird, damit andere Kinder nicht dieselben Erfahrungen machen müssen. Aber in mir, mein ganzes System hat gesagt, bist du verrückt geworden? Du bist sichtbar. Wo ist hier die Falltür? Wie kann ich hier verschwinden?
Und das hat dazu geführt, dass ich einen Krampf oft im Solarplexus hatte, als hätte mir jemand mit der Faust reingeschlagen, sodass ich in der Pause dann oft rausgehen oder auf Toilette, um überhaupt mal wieder Luft zu kriegen. Und das ist, zeigt, das ist so ein Beschützer. Der hat sich dann entwickelt und das ist natürlich eine Eisschicht. Das hielt dann mehrere Jahre an, wurde langsam besser und hat sich dann letztlich durch diese Selbstfreundlichkeitspraxis aufgelöst. Aber so entstehen dann solche Beschützer, die damals uns gerettet haben. Aber die glauben immer noch, wir sind das kleine, ungeschützte Kind und strengen sich immer noch so an, wie der innere Kritiker und diese Anteile. Und die brauchen uns als jemand, der Verbindung ist mit dem goldenen Buddha, um sie zu sehen, sie wertzuschätzen, was sie für uns getan haben und sie zu entlasten, dass sie sich jetzt eigentlich nicht mehr so anstrengen müssen. Und dann gibt es auch massive Beschützer, die werden in dem IFS, was so mein neues Steckenpferd ist, also Internal Family Systems, als die Feuerbekämpfer bezeichnet. Die werden aktiv, wenn all unsere Strategien, etwas zu vermeiden, nicht mehr funktionieren. Also das kann sein, das ist zum Beispiel, wenn wir als Eltern ausrasten, weil wenn wir ehrlich sind, ist es immer noch leichter, wütend zu werden, als die Ohnmacht auszuhalten. Also es ist eigentlich eine Flucht aus einer Emotion, die für uns so bedrohlich ist. Und von daher finde ich das so wahnsinnig hilfreich, dass wir lernen können, diese Anteile besser kennenzulernen, sie zu entlasten. Und wir können erkennen, dass wir in Kontakt sind mit dieser Buddha-Natur. Das ist kein Teil, sondern das ist unser wahres Selbst. Alles andere sind Persönlichkeitsanteile. Die gehören zu uns. Die haben alle eine gute Absicht, die aber nicht immer hilfreich ist, weil sie einen sehr begrenzten Horizont haben und vielleicht in der Vergangenheit stecken geblieben sind. Und wir können erkennen, dass wir mit dieser Instanz, sage ich jetzt mal, mit diesem wahren Selbst in Kontakt sind, wenn wir Zugang haben zu bestimmten Qualitäten. Das sind Qualitäten wie echtes Interesse an unserem Gegenüber, was bewegt jetzt diese Person, als gleich irgendwie den anderen anders machen zu wollen, Mitgefühl, Geduld, Gleichmut, Gelassenheit und so weiter. Das Interessante ist, dass die Aspekte der Achtsamkeit, wie sie der Jon Kabat-Zinn beschrieben hat, fast deckungsgleich sind mit den Qualitäten des Selbst, wie sie der Begründer des IFS, der Richard Schwartz, beschrieben hat. Es führt dann nur zur Verwirrung, dass bei den Buddhisten erst das, was der Richard Schwartz als Selbst bezeichnet, das Nicht-Selbst ist. Und, aber wenn man das klärt, was ist denn damit gemeint, wird das deutlich. Und so haben wir dann auch eine Orientierung, dass wenn wir spüren, aha, jetzt habe ich Zugang zu so etwas. Und wenn nicht, dann weiß ich, es sind irgendwelche Teile am Steuer des Busses, die verhindern, dass ich Zugang habe zu diesen Qualitäten, die eigentlich zu meinem Kern selbst gehören. Und ich denke, das ist ein lebenslanger Lernprozess, da unsere innere Rasselbande besser kennenzulernen, zu gucken, wann übernimmt wer das Steuer, was braucht dieser Teil, um entlastet zu werden oder um heilen zu können, je nachdem. Und so lernen wir dazu und insofern hat auch mit Kindern wachsen für mich eine völlig neue Bedeutung bekommen, nämlich insofern war auch mein erster Sohn, inzwischen habe ich ja noch einen zweiten, bin in einer Patchwork-Situation, also mein erster ist 28, der zweite ist 7 und dazwischen sind noch die drei Kinder meiner Partnerin, wo ich gemerkt habe, dass der die Bücher nicht gelesen hat und ich ständig in die Situation kam, keine Ahnung zu haben. Und vorher dachte ich schon, naja, so schwierig kann das doch nicht sein. Was haben denn diese Eltern so? Und natürlich liegt das daran, dass wir unsere Kinder so lieben. Vor allen Dingen die Mütter, wo es sogar noch ein Organismus war. Und vor allem, von daher trifft uns das auch so tief. Ja. Also Menschen, die uns wurscht sind, die können diese verbannten inneren Anteile nicht so leicht triggern. Das sagen wir vielleicht, du kannst mich mal, und sind genervt. Aber dass uns das so tief verletzen und berühren kann, das ist nur bei Menschen, die uns sehr nahe stehen.
Und das ist manchmal brutal. Auf der anderen Seite ist die Liebe zu unseren Kindern eine Kraft, die uns hilft, dorthin zu schauen und hinzugehen, wo wir sonst nie hingegangen wären. Ich sage manchmal, da hätten Jesus, Buddha und Mohammeds und wer weiß ich zusammenkommen können. Ich hätte das nicht gemacht. Wozu mein Sohn mich gebracht hat, was ich mich da einem stellen musste in mir. Und der zweite hat wieder andere Punkte, die er trifft. Die Kinder treffen ja alle verschiedene Punkte in uns, wo wir merken, da ist wieder was, wo ein Feuer anfängt und wo es vielleicht interessant wäre, mal hinzuschauen, statt das Kind zu erziehen. Ja, das ist spannend. Wenn man mehrere Kinder hat, hat man Auswahl. Definitiv. Und ich kann das auch nachsagen. Also bei unseren Kindern würde ich auch sagen, die haben die Bücher nicht gelesen. Ich habe es auch erst teilweise gelesen mit dem, dass die Kinder älter wurden. Und auch wenn ich heute noch mal in manche reinschaue, denke ich, oh Mist, warum hast du das damals nicht, diesen Abschnitt dir merken können oder sowas? Aber zu der Zeit war halt was anderes wichtig. Und ich habe auch das Gefühl, man ist wirklich, wie du sagst, lebenslang damit aufgefordert, weil ich hatte die Erfahrung, wenn man so mit einem Anteil grün geworden ist, dann kommt der nächste um die Ecke so. Also es hört Genau. gefühlt nicht auf, geht halt tiefer, zieht neue Kreise oder ähnliches. Bei mir war es dann, wie gesagt, die Situation vor ein paar Jahren, wo ich Ja. dann einfach nicht mehr anders konnte, wie mich mit dem Innenleben und mit meinen Anteilen ganz konkret auseinanderzusetzen, Ja. weil es einfach nicht mehr anders ging so, ne? Ja, das ist spannend auch, wo du sagst, die Qualitäten zu spüren, wenn man in seinem Selbst ist, ne? Auch wirklich wahrzunehmen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie fühlt sich das an, um überhaupt den Unterschied spüren zu können, wenn ein Ja. Anteil am Werken ist. Und vorhin hast du auch noch was gesagt von der inneren Haltung, die wichtig ist zu entwickeln. Ich denke, die hängt mit den Qualitäten Ja, zusammen, oder? das ja, also eigentlich. Wenn du dir diese Parallele anschaust zwischen Bindungsforschung und Achtsamkeitspraxis, das heißt ja, ein Kind kann nicht sich selbst mit Wohlwollen gleich begegnen. Das braucht uns Erwachsene mit diesem wohlwollenden Blick. Aber wir als Erwachsene können anfangen, dass diese Instanz in uns einen Zugang zu bekommen, dass wir freundlicher werden mit uns selbst. Und dann entsteht tatsächlich sowas wie eine nachträgliche, sichere Bindung im besten Fall. Und dann kann man später nicht mehr unterscheiden, ist das ein Mensch, der das schon bekommen hat vom Elternhaus, oder ist das ein Mensch, der sich vielleicht das durch eine innere Arbeit da Zugang bekommen hat. Vertrauen ist zum Beispiel auch so eine Qualität, so ein Vertrauen ins Leben. So eine Art Grundvertrauen, dass das Leben mich trägt. Und wir müssen noch nicht mal ganz im Selbst sein, sondern so in meiner Ausbildung hieß es so, 30% sind schon vollkommen genug. Also Wow, das macht wenn Mut. zwei Finger noch am Lenkrad sind, die den Kurs des Busses beeinflussen, dann reicht das schon. Also das ist dann eher so ein innerer Perfektionist, der denkt, ich muss 100% im Selbst sein und dann kriege ich endlich das alles gebacken? Nein, das ist gar nicht so. Und es hilft wirklich, diese Ressourcen aufzubauen, dass wir auch anfangen. Also es gibt ja diese Negativitätsverzerrung des Gehirns, dass positive Erfahrungen sind wie Teflon und negative bleiben sofort hängen. Die sind wie Klettband. Also ein Beispiel, das kann man aus dem Berufsleben nehmen oder auch eben, weil wir jetzt schon die Eltern-Kind-Geschichte ziemlich im Vordergrund haben. Es lief eigentlich den ganzen Tag ganz gut, aber eine Situation ist aus dem Ruder gelaufen. Mit was beschäftigst du dich am Abend? Oder du machst so ein Video, oder ich habe Seminare und alle sind happy, nur eine Person meckert. Mit wem beschäftigen wir uns? Natürlich, und das ist eine Schwierigkeit auch im Leben mit Kindern, wenn wir immer nur auf das gucken, was nicht stimmt. Unser Gehirn macht das, um uns zu beschützen. Also das, was okay ist, ist selbstverständlich. Da brauche ich keine Aufmerksamkeit hinwenden.
aber ich gucke dahin, wo es nicht okay ist. Und das verstärkt auch dieses Grundgefühl, nicht zu genügen, weil ich dann mir meinen positiven Eigenschaften gar nicht Wertschätzung wirklich entgegenbringe, sondern nur gucke, ja, aber das stimmt noch nicht so. Und da bist du auch noch nicht gut genug. Und da wäre auch noch einiges an Luft nach oben. Und eigentlich, und das heißt nicht, dass wir dann selbstzufrieden gar nichts mehr tun, sondern wir bekommen eher Zugang zu dem, ihr hattet ja den Gerald Hüther da, zu dieser starken inneren Kraft, die wir als Menschen auch alle mitbekommen, über uns hinauszuwachsen. Und das ist was ganz anderes als dieser innere Antreiber, der uns ständig pushen will und uns Stress macht, sondern dann merken wir, das ist etwas, was eine tiefe innere Befriedigung hat. Wenn wir diesen, ich will das gar nicht Trieb nennen, aber dieser Kraft Zugang bekommen, ja, was macht denn wirklich Sinn für mich? Also wo fühle ich mich im Einklang mit mir und komme vielleicht sogar gestärkt daraus hervor und nicht so angestrengt, dass ich dauernd irgendwie was leisten müsste, um okay zu sein. Und das finde ich von daher so wichtig, diese Ressourcen aufzubauen. Und das können wir tatsächlich im Kleinen tun, dass wenn solche Momente sind, wo wir uns wohlfühlen, das kann so ein Sonnenstrahl sein, also bei uns ist heute wieder Sonne, manchmal kommt die hier und blendet mich. dass wir uns erlauben, solche positiven Momente tatsächlich auszukosten. Weil die Forschung sagt, negative Erfahrungen bleiben sofort hängen. Positive vergehen relativ schnell, außer wir können sie zwischen 10 und 30 Sekunden mit ihnen verweilen, in unserem Gewahrsein halten und quasi auskosten. Ah, ein schöner Moment. Und auskosten heißt im Körper fühlen. Und das heißt auch, dass diese Selbstqualitäten oder diese Selbstenergie verkörpert, verleiblicht sein muss, damit sie uns zur Verfügung steht. Das ist nicht irgendwie abdriften ins Nirvana, in so einen spirituellen Raum und da hängen wir dann ab den Rest unseres Lebens, sondern die Frage ist, wie können wir diese Qualitäten, die ja unsere wahre Menschlichkeit ausmachen, wie können wir die mehr und mehr verkörpern in dieser Welt, weil was kann sie mehr gebrauchen als Menschlichkeit? Und damit habe ich genug zu tun, deswegen beschäftige ich mich auch trotz Meditation und Achtsamkeit nicht so sehr mit Erleuchtung, sondern eher damit, wie kann ich in dieser völlig verrückten Welt und völlig verrückten Gesellschaft meine Menschlichkeit bewahren und vielleicht wieder sogar mehr Zugang bekommen? Ja, das ist definitiv in der heutigen Zeit, muss man sagen, glaube ich, die Herausforderung und der Auftrag auch an jeden Einzelnen von uns, das zu leisten. Ich möchte gerade nochmal zurückgreifen, wo du gesagt hast, 30% im Selbstsein reichen aus, um das Steuer noch zu lenken. Ich finde, das ist eine Aussage, die macht wirklich Mut. Ja. Weil das auch schon etwas ist, es positiv zu sehen. Ne? Also nicht zu sehen, oh, 70% fehlen mir noch, sondern zu sehen, hey, ja. Mit 30% kann ich schon was anfangen. Ne? Das ist ja auch ein Weg nach vorne und eine positive Selbstbestärkung, den Weg weiterzugehen und dran zu bleiben. Ja, und wir merken das ja, wenn solche Momente, das kennen, glaube ich, alle, die jetzt auch hier zuhören, auf jeden Fall, solche Momente, wo wir merken, da fühlen wir uns ganz, da fühlen wir, sind wir im Einklang mit uns, wir haben Zugang zu Mitgefühl, wir haben wirklich ein echtes, das sind alles Momente, wo wir ohnehin schon Zugang haben. Und wir können das nicht mit dem Willen mehr, das geht nicht mit dem Willen, diese Qualitäten, du kannst nicht mit dem Willen sagen, jetzt bin ich geduldig und jetzt habe ich Vertrauen und jetzt bin ich gelassen. Das geht einfach nicht. Aber wir können diese Qualitäten, wie ich immer sage, gießen und wir können sie einladen. Und das hängt eben mit dem zusammen, was ich die innere Haltung nannte, dass wir anfangen, uns kennenzulernen. Wie kann ich zu so einer Haltung finden, die geprägt ist von Wohlwollen und Interesse und die sozusagen gießen in mir? Ich nenne das, da gibt es auch Übungen, vermutlich auch im Online-Center, da bei uns im ABO Online-Center. Ich nenne das uns selbst den Willkommensteppich ausbreiten.
Oh, das klingt wunderschön. Das heißt, dass wir ein bisschen erforschen, zum Beispiel, wenn wir so eine Achtsamkeitspraxis haben, da sind ja viele trotzdem im gleichen Leistungsdruck. Jetzt muss mein Geist ruhig werden. Alle anderen sind wahrscheinlich kurz vor der Erleuchtung, nur ich habe diesen verrückten Geist. Und das ist alles Quatsch, sondern es geht darum, auch unserem Geist, so verrückt er auch gerade sein mag, mit diesem Wohlwollen und diesem echten Interesse zu bewegen. Ja, der ist jetzt so. Das ist die Wahrheit der jetzigen Situation. Und wenn ich die anerkennen kann, entsteht schon mehr Raum, als wenn ich gegen das ankämpfe, was im Moment eigentlich wahr ist. Und der Willkommensteppich heißt, ich fange an zu erkunden, ja, welche Worte, welcher Tonfall mir selbst gegenüber unterstützt mich denn dabei, dass ich mich von mir selbst willkommen geheißen fühle, sodass ich mich gerne bei mir selbst niederlasse. Und man kann da auch, es gibt dann auch Tricks in Anführungszeichen, dass du dir vorstellst, eine Person oder ein spirituelles Wesen oder eine heilige Person lädt dich ein. Also jemand, wo du sicher bist, diese Person, dieses Wesen ist dir wohlgesonnen. Und was passiert in mir? Es kann Widerstände geben, von Teilen sagt, nein, aber du bist nicht genug, das ist alles okay. Auch da geht es nicht darum, was Bestimmtes zu erreichen, sondern wir gießen einfach, wir suchen Möglichkeit zu finden, diesen wohlwollenden Blick in uns wachsen zu lassen mit der Zeit. Und arbeiten dann eher mit dem, was sich in den Weg stellt, als zu versuchen, das zu forcieren. So wie wir auch nicht an der Pflanze ziehen. Ja. Und dann ist da auch noch nichts gewachsen, jetzt habe ich schon zweimal gegossen und ich sehe immer noch nichts. Ja, Sondern kommt der Vertrauensaspekt rein. Ich gieße und mit der Zeit wächst auch das Vertrauen, weil wir merken, ah, auf einmal reagiere ich ja ganz anders. Da ist anscheinend doch was gewachsen in mir, ich habe es gar nicht gemerkt. So, da sage ich gern, dass die Achtsamkeit durch die Hintertür in unser Leben kommt. Also wir können das nicht machen, nicht mit dem Willen, aber wir können eine innere Umgebung, eine innere vorbereitete Umgebung vielleicht nach Montessori schaffen, die Wachstum und Heilung wahrscheinlicher macht. ja, das klingt super. Und das Bild mit der Pflanze hatte ich auch schon im Kopf, wo ich dachte, das eine ist, man versucht an der Pflanze rumzuziehen und das andere ist, man vertraut wirklich darauf, dass die wächst in ihrer ureigenen Schönheit mit den Wachstumsbedingungen, wie sie hat und dass man ihr halt den Raum gibt, den sie braucht. Und vielleicht wächst sie ein bisschen krumm, aber sie wird trotzdem dem Licht zuwachsen, ne? Ja, Und wenn genau. das Licht auf der einen Seite ist, wächst sie halt schräg dem Licht entgegen, dann hat es seinen Grund, ne? Dann Ja, so die Maria Montessori sagte das ja so schön, dass jeder Mensch, jedes Kind einen inneren Bauplan der Seele hat, der letztlich ein Geheimnis ist. Und das heißt, wenn wir uns besser kennenlernen, dann sehen wir, wo brauchen wir mehr Licht, um in unsere Kraft zu kommen, brauchen wir vielleicht mal Rückzug und mehr Muße. So diese Frage, was brauche ich denn wirklich und was nährt mich in meinem Leben? Was kostet mich Kraft? Was nährt mich? Was brauche ich? Und die Orientierung ist dann, welche kleinstmöglichen Schrittchen kann ich denn unternehmen? Weil meistens möchten wir gleich die Superlösung, wo sich alles in Licht, Freude und Liebe auflöst. Die gibt es in den seltensten Fällen. Aber wir können sehen, was gibt denn für einen kleinen Schritt, der aber tatsächlich möglich ist, wo es ein bisschen leichter und heller wird. Und da kann auch die Achtsamkeit helfen, dass wir merken, ah ja, da könnte ich mir das Leben vielleicht ein bisschen leichter machen oder ich brauche vielleicht öfter mal ein Gespräch mit dieser Freundin, wo ich mich gesehen und verstanden fühle. Oder wie auch immer, so dass wir immer besser uns kennenlernen und merken, was brauche ich, um in meiner Kraft sein zu können oder wieder zurückzufinden, wenn ich vom Surfbrett gefallen bin. ja, genau. Und statt an mir rumzumeckern, was für eine miese Surferin oder mieser Surfer ich bin, kann ich das Wasser ausspucken und schauen, so wie komme ich jetzt wieder aufs Brett, was brauche ich? Ja. Ja. Ich finde es spannend, weil du sagst, es hilft nicht, es tun zu wollen und mit Anstrengung es zu erreichen. Aber dieses tun wollen und mit Anstrengung zu erreichen, ist halt leider das, was, sag ich mal, unsere Gesellschaft, die Ja. Arbeitswelt, das Schulsystem, es fängt ja teilweise schon in den Kindergärten an, je nachdem, wo man hingeht, diese
Leistung, etwas mit Leistung und mit Tun und mit Anstrengung zu erreichen. Das wird uns ja so eingeimpft, dass das andere, da muss man ja erstmal Vertrauen hinfinden, dass wenn ich das alles jetzt bleiben lasse, was mir bis jetzt eingetrichtert worden ist, so musst du funktionieren, um gut zu werden, das erstmal bleiben, also das Vertrauen zu gewinnen, das bleiben zu lassen und was Neues zu kultivieren, was ja total entgegengesetzt ist. Ja, und zum Glück musst du das gar nicht auf Dauer alles bleiben lassen, sondern es reicht zum Beispiel für so eine Achtsamkeitspraxis von 10 Minuten. Und ich fange die fast immer an, genau wegen dieser Konditionierung, die wir haben, dass wir sagen, schau mal, ob für diese Zeit musst du jetzt nicht leisten, es gibt nichts zu erledigen, du musst nicht gut sein, du musst nichts richtig machen, du musst keinerlei Erwartungen erfüllen, noch nicht einmal die eigenen, sondern für diese Zeit schau mal, ob du es dir erlauben kannst, einfach nur zu sein. Mit dir und deiner Erfahrung, so wie sie gerade ist. Also wenn das nur ein Stück weit möglich ist, bringt das schon so ein Aufatmen. Und das reicht ab und zu, dass etwas in uns wachsen kann. Zum Glück muss das nicht, weil das wäre gar nicht möglich, also solche Sachen sofort völlig zu lassen. Dann wären eher zwei Anteile, du sollst das bleiben lassen und der andere, der sagt, geht's wieder los. Weil Achtsamkeit ist eine Seinsqualität. Und wir sind eine sympathische Gesellschaft in dem Sinne, dass Sympathikus betont, also ständig im Tun-Modus. Und der Seinsmodus ist uns fremd geworden. Schon Pippi Langstrumpf hat gesagt, ab und zu muss man auch mal nur da sitzen und nichts tun. Ich sage gern Löcher in die Luft schauen. Und das Wort Muße ist ja negativ besetzt bei uns. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und von daher, wie du ja durch deine Erfahrung auch wahrscheinlich gelernt hast, wir können nicht ständig in der Kraft in dem Sinne sein, dass wir dauernd auf Vollstrom sind, sondern wir brauchen Zeiten für Regeneration. Und da kommen wir wieder zu diesem Gleichgewicht. So, was brauche ich jetzt? Und natürlich gibt es Zeiten, das kenne ich auch, da kann ich jetzt vielleicht nicht mir die Pause gönnen, die ich bräuchte. Ich merke das immer daran, dass mein Schweinehund kommt. Den habe ich sehr schätzen gelernt. Wenn ich über meine Grenzen gehe, dann kommt der und sagt, kein Bock. Der hat mir das Leben gerettet in der Gymnasialzeit, aber wenn der immer am Steuer ist, komme ich auch zu nichts. Und dann kann ich mit dem ins Gespräch kommen und sagen, ja, stimmt. Also das muss ich jetzt noch machen und dann nehmen wir aber wirklich eine kleine Auszeit. Und das ist wie, wenn du mit einem Kind sprichst und sagst, du, das mache ich jetzt noch zu Ende und dann bin ich für dich da. Das muss dann auch verlässlich sein. Weil wenn ich auf den nicht höre und weitermache, dann kommt so ein resignatives kleines Kind, das sagt, ich schaffe das alles nicht, das ist alles zu viel. Und insofern habe ich diesen inneren Schweinehund sehr schätzen gelernt. Der kommt nämlich immer dann, wenn ich im Begriff bin, über meine Grenzen zu gehen. Und der ist ja meistens ganz negativ besetzt in unserer Kultur. Ah, aber eigentlich leider möchte der uns beschützen vor diesem ständigen, das musst du noch, das sollst du noch, jenes musst du noch. Und der sagt, ich habe die Schnauze voll, dauernd nur zu sollen und zu müssen. Der Hermann Hesse hat irgendwo so einen Text. Als Kind war ich leicht und lenkbar wie eine Seifenblase, aber wenn das Wort du sollst ertönte, hat sich alles in mir verstockt. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das bin ich. Und insofern können wir dann unsere inneren Anteile kennenlernen, ihre positive Absicht. Und wenn sie ihren Platz im Bus haben, wir können die ja nicht loswerden, deswegen hat er das auch inneres Familiensystem genannt. Auch unsere Familie können wir nicht loswerden. Aber wir können uns auch diesen Anteilen zuwenden und sie hören und sagen, was ist denn deine Absicht? Und dann einen Weg finden mit ihnen gemeinsam, wie es für uns wieder leichter wird. Ja, ich finde, man spürt auch, je nachdem, über was wir jetzt gesprochen haben, kann man ja spüren, ob es eng wird oder ob man merkt, wenn du so allein von der Achtsamkeit geredet hast, von den 10 Minuten Pause, wie sich allein schon beim Zuhören das System entspannt. Ne? Also, ja. Und wenn man mit einer Minute mal ein paar Mal anfängt, ist das auch schon okay. Also ich sage oft, sobald etwas zum Sollen und Müssen wird, ja,
kommt der Gegenspieler, der keine Lust hat, zu sollen zu müssen. Also in der Gestalt, ich bin ja auch Gestaltpädagoge, spricht man da vom Top-Dog und Underdog. Also wenn der Top-Dog kommt, du solltest mehr meditieren, dann kommt der Underdog sofort mit und sagt, ja, morgen. Und wenn ich dieses Kissen hätte, würde ich bestimmt mehr meditieren. Und so weiter. Und der gewinnt dann meistens, weil morgen ist dann wieder morgen. Weil der möchte verhindern, dass wir dauernd sollen und müssen. Ja. Und der hat eigentlich eine Botschaft. Und das ist oft so, dass manche dieser Anteile, die wir nervig finden, eine Botschaft haben. Und wenn wir die nicht hören, dann werden die immer extremer. Und dann kommen wir immer mehr aus dem Gleichgewicht. Und wenn diese Anteile so im Konflikt sind, bindet das viel Energie. Und dann sind wir auch nicht wirklich in unserer Kraft. Ja, das stimmt. Eben, und in unserer Kraft sein ist bei uns selbst sein, ne? In diesem ja. inneren Göttlichen angekommen zu sein, dann spüren wir ja auch, dass alles stimmt. Wir spüren unsere Kraft, wir fühlen uns am richtigen Platz. Man merkt ja dann auch, dann passt auch alles einfach. Ja, es ist nicht so, wie so zum Teil den jüngeren Leuten zumindest suggeriert wird, wir müssen immer jung, braun und dynamisch sein. Und die Frauen haben alles leicht zu rocken, Haushalt, Beruf, Kinder und dann noch abends attraktiv aussehen. Das ist eine Zumutung, mehr nicht. Also wer sich das verinnerlicht, kommt garantiert in die Krise. Ja, und nee. Das ist wichtig, sich das anzuschauen. So, was ziehe ich mir an von dem? Wie möchte ich denn mein Leben leben? Was ist für mich stimmig? Wir alle haben das, was ich unseren inneren Kompass nenne, der letztlich verbunden ist mit diesem wahren Selbst, wo wir, das ist nicht im Kopf, wo wir spüren, das ist stimmig für mich. Egal, was mein Kopf oder was andere Leute sagen. Also das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Kompass von Captain Jack Sparrow, wenn man den Fluch der Karibik kennt, Find der ich ja auch super. Nicht nach Norden zeigt, sondern nee, dahin, genau. wo uns seine tiefsten Wünsche hingehen. Das ja. ist bei ihm ja immer mit der Black Pearl jenseits des Horizonts zu ja. segeln. Aber wir alle haben diese Instanz, die leider oft sehr leise ist, auch nicht nur zugänglich, wenn wir einigermaßen im Seinsmodus sind, 30%. Und dann spüren wir eher, ah, das stimmt für mich. Und das ist für mich auch ein Anliegen in meiner Arbeit, so diesen Zugang zu diesem inneren Kompass, weil das ist für mich die einzige wirklich zuverlässige Instanz in meinem Leben. Kein äußerer Guru, niemand kann das ersetzen. Auch wenn viele das behaupten, sie wüssten, was gut ist für uns. Das stimmt einfach nicht. Wir alle haben in uns diese Instanz, diesen inneren Kompass, wo wir spüren, dann merken, ah ja, da wird was lebendig, da werde ich neugierig oder ich spüre eine Sehnsucht oder wie immer sich das dann individuell zeigt. Und das können wir auch körperlich spüren. Diese Instanz ist nicht nur kognitiv. Das ist was anderes. Nee, ich habe das Gefühl, diese Instanz spürt man so mit allen, mit allem, mit Herz, Bauch, Kopf, genau. Verstand, mit dem Körper, mit allen Anteilen. Also ich kenne es bei mir, dass ich merke, so wenn ich so richtig in meinem Selbst bin und so diesen Kompass spüre, dann ist es so wie so im Auge des Sturms. Das ist so alles ganz still und stimmig. Dann weiß man es ja. einfach. Also ja. wenn man gerade nicht in dem Zustand ist, versucht man natürlich dahin zu kommen, gerade wenn man Entscheidungen treffen muss. Aber ich denke, wenn man den Zustand mal erfahren hat, dann hat man Geschmack davon und kann ja abgleichen. Ja. Ist man da oder ist man da nicht? Und da fällt mir auch was ein. Du hast vor längerer Zeit mal ein Webinar gegeben, die inneren Drachen zähmen. Mhm. Und da hattest du auch einen schönen Satz drin, wo ich spannend fand, wo du gesagt hast, auf den inneren Kompass vertrauen, mit den Anteilen im Dialog gehen achtsam und gewahr sein, welchem Anteil wir gerade folgen. Und das finde ich nämlich auch spannend. Um dann nämlich auch nachzuschauen, ob wir damit eigentlich überhaupt unserem Kompass folgen. Ja. Und das dachte ich nochmal so, ja, wow, das fasst eigentlich in einem Satz alles zusammen. So. Ja, leider ist es nicht immer so leicht, wie es in einem nee. Satz auszudrücken ist. Das wäre schön, aber das ja. ist auf jeden Fall die Orientierung. Und der Kopf ist eigentlich mehr dazu da, dann abzuprüfen, was ist jetzt realistisch, was könnten konkrete Schritte sein. Der Kompass ist jenseits
Jenseits, des Denkens. Und da erwähne ich immer gern diesen Sufi-Satz, die Orientierung, vertraue in das Göttliche, aber binde dein Kamel an den Pfosten. Das heißt, weil manche, die denken, wenn die Intuition so stark ist, ja, und dann beruflich, ich verkaufe mein Haus, ich mache das und ich folge jetzt meinem inneren Kompass, da ist dann wichtig, den Kopf einzuschalten und sagen, okay, so, was sind denn jetzt Schritte in die Richtung? Weil oft kann man sich da doch sehr verirren, wenn man glaubt, ich könnte dieser inneren Intuition einfach so in der äußeren Welt folgen. Das ist dann wieder ein eigener Prozess. Ja. Das sagen auch oft Meditationslehrer am Ende eines Retreats. Also für die nächste Zeit, lasst euch nicht scheiden, heiratet nicht, kauft kein Haus, verkauft nicht euer Haus, sondern weil dann sind wir so jenseits unserer Teile nach dieser Struktur, wo wir so nach innen sinken könnten, wo wir nicht mehr abwägen können, was ist denn jetzt tatsächlich realistisch auch in der Welt. Und dafür brauchen wir unsere Teile, dass die auch wieder zurück sind. Nur, dass sie verbunden sind mit unserem wahren Selbst und ihren Platz finden können in unserem Bus. Also eine Freundin von mir, die Kollegin, die Julia Süßmann, die ist auch Gestalt- und IFS-Therapeutin, die hat ein Bild, was ich da fast noch passender finde als den Bus, nämlich das einer Dirigentin oder eines Dirigenten. Die machen nicht selbst die Musik und unser Selbst tut auch nichts, sondern das ist das reine Gewahrsein, was sieht und wahrnimmt. Aber wenn die Musiker keinen Dirigenten oder Dirigentin haben und jeder spielt sein Solo, wenn er glaubt, jetzt wäre er dran, dann gibt es ein völliges Chaos. Und die Dirigentin, der Dirigent sorgt dafür, dass alle Anteile an ihrem Platz sind und dass so, dass unsere individuelle Musik möglichst harmonisch in der Welt klingen kann. Also das finde ich ein wunderschönes Bild, weil es auch diese Individualität nochmal reinbringt. Im wahren Selbst ist zwar, sind wir alle miteinander verbunden und das ist bei allen gleich, aber wie es sich dann zeigt in der Welt, in dem, was wir tun, ist es doch sehr unterschiedlich und individuell. Ja, das stimmt. Total. Auch mit dem Bild von vorhin, mit dem Kompass, wenn man nochmal den Film Fluch der Karibik und Captain Jack Sparrow hernimmt. Ich fand, als ich den vor ein paar Jahren nochmal gesehen habe, dachte ich auch, ja, wow. Nicht dem Kompass folgen, der nach Norden zeigt, wo alle hinlaufen, sondern zu schauen, wo ist der eigene. Und wenn man das Bild hernimmt, ist es ja genauso. Der alleine kommt ja auch nirgends hin. Der braucht ja auch die ganze Mannschaft. Und jeder auf einem Schiff hat eine andere Aufgabe. Und es ist wichtig, dass jeder seine eigene Aufgabe macht und alle zusammenwirken, damit das ganze Schiff dahin kommt, wo halt der Kompass hinzeigt. Ne? Ja, und auch ihm präsentiert das Leben Bedingungen, wo er seinem Kompass nicht mehr folgen kann, ne? Weil alles Mögliche dazwischen kommt. Das gehört halt dazu hier in dieser Welt, dass wir dem ausgesetzt sind und das nicht, also selbst wenn der innere Kompass klar ist, das nicht heißt, dass wir das alles so ganz leicht ohne weiteres umsetzen können. Ja, und manchmal braucht es auch Mut, dem inneren Kompass zu folgen. Gar nicht so selten, ja? Ja, gar nicht so selten, genau. Und das ist wieder dieses Abwägen. Okay, mein Kamel binde ich an den Pfosten, aber dann riskiere ich auch was. Ja. Ja, super. Ich glaube, wir sind an einer guten Stelle angelangt, lieber Lienhard. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ganz lieben Dank. Möchtest du abschließend noch was sagen? Also ich glaube, das Wesentliche ist gesagt. Mir fällt immer, ich hatte zwei Sufi-Lehrer, die für mich auch wichtig waren. Also der eine, der Richard Field, der war in seinem Leben, bevor er zu den Sufis ging, also den Mystikern des Islam, war er Folksänger. Und der hatte immer so einen Musiker dabei, die Qualität noch spielen konnten. Also erfahrbar machen konnten tatsächlich. Und der hatte oft zum Abschluss so ein Lied, also ich singe besser nicht, aber der Refrain war Go on your way, be easy, go on your way, be free. Oh, und schön. Das würde ich euch gern noch mitgeben. Dankeschön. Sehr gerne. Ganz lieben Dank, Lienhard. Und den Zuhörern, ich hoffe, ihr habt Freude und Spaß mit dem Interview und macht euch auf euren Weg, eurem Kompass zu folgen, in einem inneren Gewahrsein mit all euren Anteilen. Genau, die werden wir eh nicht los. Genau.
Okay, vielen Dankeschön. Dank für die Einladung. Hat auch mir Freude gemacht und euch allen alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.